Hallo, in diesem Video kommt kein Russe vor. In diesem Video gibt es auch keinen Ukrainer, der vorkommt, kein Israeli, zumindest nicht mittelbar, und auch keinen Palästinenser. In diesem Video sprechen wir über Glück. Wir sprechen über Glück, wir sprechen über Zufriedenheit, wir sprechen über dein Wohlfühl- und Glückseinkommen, so wird es genannt. Wir reden auch darüber, was im Moment passiert in der Bundesrepublik, über Probleme, die sich auftun. Wir reden über Denken. Wir reden auch über Sarah Wagenknecht. Wo und wie die Zusammenhänge sind, das erfährst du jetzt. Daniel Kahnemann ist gestorben. Jetzt sagst du, kenne ich nicht. Welcher Politiker ist das denn? Ist kein Politiker. Er hat 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Sein bekanntestes Buch, und du solltest es wirklich unbedingt lesen, ist Schnelles Denken, Langsames Denken. Da geht es nicht darum, dass einige Menschen schlau sind und einige Menschen blöde, sondern es geht rein um dein Gehirn. Es gibt Dinge, die du schnell denkst, und es gibt Dinge, die du langsam denkst. Du hast quasi zwei Systeme in deinem Körper. System Nummer 1 ist dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein reagiert sofort, assoziiert alles miteinander, ist dein Autopilot und ist in 95% aller Dinge, die du tust, vorne. Du bist also im Grunde ein Sklave deines Unterbewusstseins. Auf der anderen Seite hast du ein zweites System, ein rationales System. Dieses benötigt Mühe, es benötigt Energie deinerseits, es ist langsam, es ist logisch, es ist faul, es ist, wenn es geht, nicht wirklich willig, eine Entscheidung zu treffen. Und es betrifft 5% deines Lebens. Die Wahrheit ist aber, dass du versuchen solltest, dieses zu ändern, weil natürlich dieses Unterbewusstsein ist programmiert. Und in der Regel ist es programmiert von deinem Umfeld, von deinen Eltern, von ja, allem, was du so hast, Freunde und so weiter und so fort. Bevor Kahnemann und Tversky, das ist sein kogenialer Partner, bevor diese beiden Menschen das herausgefunden haben, sind wir alle gerade in der Wirtschaft davon ausgegangen, dass der Mensch ein Homo economicus ist. Das heißt, ein Mensch, der rationale Entscheidungen trifft, vor allen Dingen, wenn es um Geld geht. Jeder, der irgendwann einmal, und ich bin ja Trading Coach, getradet hat, weiß, dass das nicht wirklich stimmt. Dass es sehr leicht ist, sich von Emotionen durch den Kakao ziehen zu lassen. Dein System 1 reagiert, gibt Suggestionen an das System 2, und wenn das System 2 diese nach Überprüfung akzeptiert, dann formst du damit deine Glaubenssätze. Das heißt, Dinge werden dort für dich, ja, für deine Richtlinien werden sie einfach Gesetz. Du glaubst daran, dass du zum Beispiel reich werden kannst. Du glaubst daran, dass du erfolgreich werden kannst. Du hast es einfach irgendwann einmal entschieden. Wir wollen heute keine Abwandlungen darüber halten. Das mache ich manchmal in meiner Ausbildung, wie du diese Dinge ändern kannst, wie du dich hinstellen kannst und dein Unterbewusstsein trainieren kannst, dass es eben andere Glaubenssätze annimmt, dass es Glaubenssätze ändert. Das siehst du jeden Tag, wenn eben Leute dir mit diesen Allgemeinplätzen kommen, wie Reiche sind böse oder sonst irgendwas. Und das gilt natürlich nicht nur für Reiche, sondern es gilt für weiße Menschen, schwarze Menschen, gelbe Menschen. Wir haben alle unser Glaubenssatzsystem, was wir irgendwann einmal, wahrscheinlich in der Schule, in der Familie, indoktriniert bekommen haben, wissentlich, unwissentlich, und dem wir folgen. Es ist ganz schwer, aus diesem Raster auszubrechen,
wenn du dir dieses nicht bewusst machst. Wenn du es aber bewusst machst, kannst du eine Menge positiver Sachen damit anstellen. Logischerweise könntest du auch ein bisschen negative Sachen damit anstellen. Da wärst du aber ziemlich blöde, wenn du das machen würdest. Und davon gehen wir ja nicht aus. Also, wenn du überlegst, dass 95% deiner Tätigkeiten auf Autopilot ablaufen, dann weißt du ja schon, worüber ich rede. Das ist das, was du jeden Tag erfährst. Du sitzt im Auto und fährst mit deinem Auto durch die Gegend. Wenn jetzt eine Ampel schnell auf Rot springt oder plötzlich ein Auto von links oder rechts kommt, dann laufen diese Mechanismen automatisch ab, denn du hättest gar keine Zeit nachzudenken. Das heißt, dein Unterbewusstsein, dein Autopilot schützt dich vor Gefahr. In der heutigen Zeit, natürlich außer Straßenverkehr und Ähnlichem, gibt es aber diese Gefahr nicht mehr, sodass wir, wenn wir diesem Autopiloten die Macht geben, wir sehr oft sehr schwere Fehler machen. Und gerade, wie gesagt, im Training ist das eben furchtbar. Jetzt hat der Herr Kahnemann natürlich einige Sachen herausgefunden, wie gesagt, mit Herrn Tversky zusammen, die sehr interessant sind, dass wir bestimmte Dinge deutlich unterschätzen und bestimmte Dinge deutlich überschätzen. Weil die Wahrheit ist, dass wir keine mathematischen Wesen sind, sondern wir sind Wesen, die einfach versuchen, Schlüsse aufgrund Dingen, die uns passiert sind, zu ziehen und die möglichst generalisieren. Warum? Weil es uns früher in unserer Historie natürlich viel besser geholfen hat. Jetzt gibt es natürlich gerade bei einem Zufriedenheitsempfinden, bei einem Glücksempfinden bestimmte, ja, Levels, die der eine oder andere hat. Und dazu hat auch Kahnemann eine Abhandlung gemacht. Er hat sich darüber nämlich überlegt, wie viel Geld brauchst du, um dich glücklich und zufrieden zu fühlen. Glücklich ist mehr so im kurzfristigen Bereich, Zufriedenheit ist mehr im langfristigen Bereich und das hektische Auf und Ab deines Tages wird sich immer um dein Level der Zufriedenheit abspielen. Wie bekomme ich aber jetzt, und natürlich ist sehr viel mit Geld verbunden, wie bekomme ich die Zufriedenheit jetzt auf ein Wohlfühl, auf ein Glücksgehaltsniveau? Und da ist er früher davon ausgegangen, dass ab einem bestimmten Einkommen dieses Glücksgefühl nicht mehr zunimmt. Das kannst du überall, überall kannst du das lesen und vor allen Dingen wird es uns jetzt wieder immer kolportiert. Unsere westliche Wirtschaft muss runtergeregelt werden, weil wir sind schon zu glücklich und die anderen, ob es Afrika ist oder Asien, müssen hochgeregelt werden, weil die sind noch lange nicht auf unserem Niveau und dafür müssen wir jetzt verzichten, weil mehr bringt uns ja nicht mehr Zufriedenheit oder Glück. Der Kahnemann selbst hat allerdings herausgefunden, durch weitere Studien mit Kollegen von ihm, dass diese frühere Annahme von ihm Käse war. Er hat herausgefunden, dass je mehr du verdienst, je mehr Geld du hast, deine Zufriedenheit sich trotzdem noch steigert. Nicht mehr lineal, aber proportional. Das heißt, dass du natürlich jetzt nicht mehr reagierst, ob du 100.000 verdienst im Jahr oder 105.000 im Jahr, das ist dir relativ schnurz, aber 100.000 oder 200.000, das ist schon ein Unterschied. Oder 100.000 oder 1 Million ist natürlich ein Unterschied und wirkt sich auf deine Zufriedenheit aus. Das hat er herausgefunden, weil früher anderer Meinung ist wichtig zu wissen, wenn du überlegst, was möchte ich denn mit meinem Leben anfangen. Es gibt keine Obergrenze. Das heißt, nicht so, dass der Bezos oder der Musk, diese ganzen Leute, der Buffett, dass sie nur ekelhaft gierig sind, wie ja oft kolportiert, sondern die fühlen sich wirklich zufriedener mit diesem erschafften Vermögen. Also, wir dürfen auch nie vergessen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Dinge, die wir erreichen und Dinge, die wir durch Nichttun nicht erreichen, denn auch dadurch kann es Unzufriedenheit geben. Diese ganzen Dinge hat er abgeprüft. Ich empfehle dir, wie gesagt, die Lektüre des Buchs Schnelles Denken, Langsames Denken
Und er hat natürlich nicht nur dieses eine Buch geschrieben, er hat einen ganzen neuen Zweig begründet, nämlich dieses Behavioral Finance, wie es so halt schön heißt, oder die Verhaltensökonomie. Super interessant, da siehst du praktisch oder kriegst vorgeführt, wie dein Gehirn manchmal versagt bei dem Schätzen einer Sache und wie du dich durch Dinge beeinflussen lässt. Jetzt geht es um Folgendes. Wo liegt denn dein Glückseinkommen? Schreib mir das gerne mal hier rein, bevor du jetzt hörst, was ich sage. Schreib mir mal die Zahl hinein, was für dich dein Glückseinkommen ist. Und glaube mir, ich werde dich weder in meinem nächsten Video erwähnen und dissen, noch werde ich sagen, hier, das war ja ein besonders cooler oder besonders armseliger oder wie auch immer. Das machen wir nicht. Du wirst doch nicht vorverurteilt hier. Du kannst denken und sagen, was du möchtest. Also, Sie haben herausgefunden, das Glückseinkommen in Deutschland liegt im Moment bei ca. 76.000 Euro im Jahr. Die meisten allerdings können sich gar nicht vorstellen, was sind 76.000 Euro im Jahr? Und natürlich ist das brutto. Ja, wir reden da so irgendwie ein bisschen über 6.000 brutto im Monat. Was ist denn das Normaleinkommen, das durchschnittliche Einkommen in Deutschland? Zumindest, wenn du Deutsch bist, zumindest, wenn du einen Vollzeitjob hast. Das ist nach Aussagen des Statistischen Bundesamtes 52.000 Euro im Jahr. Heißt, wenn du, Umkehrschluss, wenn du ungefähr die Hälfte mehr verdienst, bist du als Deutscher glücklich. Das ist so das Glückseinkommen der Deutschen. Das ist in jedem Land anders. Natürlich hat es damit zu tun, wie deine Richtgröße ist, wie deine Benchmark ist. In Deutschland ist sie sicherlich anders als zum Beispiel Sierra Leone oder auch natürlich in der Schweiz oder ähnliches. Interessanterweise sind die Österreicher etwas gieriger. Ja, ich habe gezwinkert. Meine österreichischen Freunde, die fühlen sich glücklich, wenn sie 79.000 Euro im Jahr haben. Ja? Die Norweger, überhaupt die Skandinavier, die würden gerne etwas mehr zur Verfügung haben. Die Norweger sind die Könige in Europa mit 109.000. Die Dänen 89.000, die Finnen 87.000, die Schweden 81.000. Die Franzosen liegen bei 81.000, also auf deutschem Niveau. Die Spanier mit 62, die Italiener mit 67.000, allerdings drunter. Wenn wir jetzt Richtung Osten gucken, dann sehen wir, dass da monströse Diskrepanzen sind. Wenn wir Südosten gucken, sehen wir Griechenland, was sich ein bisschen auf italienisch-spanischem Niveau einpendelt. Die sind bei ca. 55.000. Aber wenn wir gucken in die ehemaligen Ostgebiete, heißt zum Beispiel die Tschechische Republik, da ist es 27.000 oder Polen ist angeblich 21.000. Schweiz habe ich, glaube ich, vergessen, ist 107.000. Fast so viel wie Norwegen. Wenn du jetzt hier nach Zypern guckst, dann ist hier es sehr niedrig, nur 27.000. Das heißt, die Benchmark der zypriotischen Menschen, die hier Geld verdienen, ist relativ niedrig. Wir haben hier ein Mindesteinkommen, was inzwischen hochgesetzt worden ist auf 900 Euro circa. Allerdings, die sind schon angeblich zufrieden mit 27.000. In der Ukraine ist es noch weniger. Auch wenn das Bild, wenn ich hier auf die Straße gehe und ukrainische Kennzeichen habe, natürlich vollkommen anders ist, weil logisch, kein normaler Ukrainer würde nach Zypern kommen, um sich hier vor dem Konflikt in Sicherheit zu bringen, sondern natürlich sind das die Leute, die mehr Kohle haben. Ja, mehr Sonnenschein, gute Steuern und so weiter und so fort. Der durchschnittliche Ukrainer ist schon mit 15.000 Euro glücklich, so zumindest diese Untersuchung. Sierra Leone ist 8.000, das sind die, die am wenigsten Geld brauchen, um glücklich zu sein. Ob man dort dann trotzdem glücklich leben kann, ist noch die Frage. Die Wahrheit ist, dass du sehr oft einfach durch deine Umgebung wie so eine Prägung mitbekommst, dass du also auch denkst, es wäre gar nicht möglich, mehr Geld zu verdienen. Deswegen gibt es ja diese ja, Motivationsvideos, die dir empfehlen, du musst unbedingt versuchen, möglichst positiv denkende, möglichst reiche
viel verdienende Freunde zu finden, weil du der Durchschnitt derjenigen Personen wirst, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Heißt, du bist nur mit Alkoholikern zusammen, ist die Chance groß, du wirst Alkoholiker. Bist du nur mit Leuten wie mir zusammen, wirst du wahrscheinlich eher ein erfolgreicher Trader werden, wirst sehr wahrscheinlich wenig Fleisch essen, wirst keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und wirst auch deine Frau nicht betrügen. Ja, das ist natürlich alles ein ganz hartes Los. Der Iran fällt aus der Reihe. Der Iran fällt aus der Reihe und nicht nur der Iran. Im Iran ist das Durchschnittseinkommen 5.000 Euro. Eine Schande. Der Iran war früher ja ein sehr wohlhabendes Land unter dem Schah. Und wie gesagt, die Freunde sind jetzt ein bisschen durch ihre Revolution da ein bisschen unter den under the cosh, würde man sagen auf Englisch, geraten und verdienen 5.000 im Schnitt. Iraner hat aber ein Glückseinkommen von, Achtung, aufgepasst und erschrocken, 220.000 Euro. Wie kann denn das sein? Es ist wohl so, dass Länder mit einer anhaltend hohen Inflationsrate, weil sie sehen, wie brutal das Geld entwertet ist, eben ein höheres Einkommen, viel höheres Einkommen sich wünschen. Das erst würde ihr Glück perfekt machen, weil sie sehen, wie schnell das Geld an Wert verliert. Das bedeutet, wenn wir weiterhin Inflation haben, dann sollten wir aufpassen, weil dann sich das auch bei uns anfängt massiv zu verschieben. Andere Länder, die das betrifft, sind der Jemen und natürlich auch Simbabwe. Vielleicht gehört auch, habe ich nicht überprüft, die Türkei dazu, weil die ja auch seit Jahren unter hohen Inflationsraten leiden, die Bürger dort. Jetzt habe ich doch gesagt, was hat das mit der Frau Wagenknecht zu tun? Da geht es auch darum, sind wir noch glücklich oder sind wir es nicht? Gibt es Probleme in Deutschland? Ja oder nein? Die Frau Wagenknecht hat sich nämlich hingestellt und hat bei dem Statistischen Amt nachgefragt, wie es denn aussieht, ob Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland jederzeit, also nicht 52 Mal hintereinander, sondern ob sie das Geld hätten, eine Woche in Urlaub zu fahren. Ich bin in meinem Leben noch nie eine Woche in Urlaub gefahren. Entweder ich fahre in Urlaub, dann sind das mindestens mal 2 oder 3 Wochen, aber eine Woche. Also, 22,6%, Frage von Frau Wagenknecht, war dann Erholung nur noch für Reiche möglich? 22,6% fehlt die Kohle, das zu tun. Das heißt, fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat nicht genug Geld auf dem Konto, um eine Woche in den Urlaub zu fahren. Und da wurde nicht gefragt, als Urlaub nach dem Motto Dubai, 6-Sterne-Hotel oder so, oder Yachtreisen für Fortgeschrittene, sondern einfach eine Woche Urlaub. Ja. Alleinerziehende sind am härtesten betroffen. Da gibt es 43,2%, mal Lex über den Daumen gesagt, fast die Hälfte kann nicht in Urlaub fahren. Bei Familien mit 3 Kindern, da solltest du normalerweise davon ausgehen, dass die etwas mehr Geld haben, sonst können sie gar nicht die Kinder haben. Bei denen ist es ein Drittel circa. 31,3% können nicht in Urlaub fahren. Allein Lebende, also Singles, 30,4%. Paare nur in Anführungsstrichen 16,8%. Jetzt pass auf. Da steht doch tatsächlich unter diesem Artikel drunter, dass, und sie benutzen da nicht das Wort Inflation, sondern Teuerungsrate. Weil du natürlich gleich mit deinem System 1, über das wir gerade gesprochen haben, da drauf springst und sagst, Trigger, Teuerung. Jawohl. Da steht drin, dass das natürlich wahrscheinlich als Begründung gibt, die Teuerungsrate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Jetzt sitzt da so ein Mensch wie ich da, der trainiert darauf ist, diesem System 1 nicht die Macht zu geben, sondern ihm zu sagen, was hast du gesagt? Gucke ich mir an und jetzt schalte ich das System 2 an. Ich gebe mir die Mühe, ich schaue mir an, was das System 1 mir sagt und sage, Junge, das ist doch Käse. Und überlege mal, was die wirklichen Gründe waren. Weil es gibt natürlich Zahlenvergleiche. Also,
Jetzt sind wir bei 22,6% und wenn, logisch sind die Zahlen aus 2023. Das vergleicht sich. Jahr 2020, 22,4. Da kannst du noch sagen, Corona. 19,9 im nächsten Jahr, 2021, da sagst du, ja, ist besser geworden, weil die Leute ein bisschen Unterstützung bekommen haben. Wobei in Deutschland das ja auch nicht wirklich die Wahrheit ist. Im Jahr 2022 sehen wir 22,2%. Also es gibt eine ganz leichte Erhöhung der Menschen, die sich das nicht leisten können. Im Grunde sind wir aber schon lange auf diesem Niveau. Und dann ist es nämlich nicht der russische Angriffskrieg, was sofort den typischen Leser dieser Zeitung getriggert hat. Die Russen, die Schweine. Jetzt machen sie mir meinen Urlaub noch kaputt. Ja? Sondern es zeigt sich die verfehlte deutsche Politik. Wir schaffen es nicht, unsere Menschen, die der Politik ja anvertraut wurden, wir schaffen es nicht, denen zumindest eine Woche Urlaub zu ermöglichen oder überhaupt sie dazu auszubilden, eine ordentliche Ausbildung zu machen oder zum Beispiel überhaupt zu begreifen, dass es schlecht ist, bei der Bank einen Kredit aufzunehmen, dass es gut ist, aber den Zinseszinseffekt für dich spielen zu lassen. Und daher empfehle ich dir, geh unter diesem Video auf das Videotraining, schau dir einmal an, was wir hier machen, wie wir dir helfen können, dieses Zinseszinseffekt, diese rollende Lawine für dich zu nutzen, damit du eben nicht in die Altersarmut abgleitest. Denn wir hören ja auch immer wieder, dass die Durchschnittsrenten zwar steigen sollen, aber wenn wir gucken, steigt die Inflation noch schneller. Und das heißt, ob du heute darüber redest, ob du 1100 oder 1200 im Monat verdienst oder sich das dann im Sinne, selbst wenn wir sagen, in der Teuerungsrate bewegt, dann wird es ja nicht besser. Denn das ist genauso, wie meine Oma mir erzählt hat, sie war für 10 Pfennig im Kino. Heute kostet es 20 Euro. Aber sie hat auch als Lohn meinetwegen gekriegt 12 Mark oder irgendwas oder 20 Mark und heute kriegen wir eben ein bisschen mehr. Also von daher, meine Bitte, 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 das System 1 ein bisschen unter Kontrolle halten. Emotionale Kontrolle ist sehr wichtig. Und das System 2 mal nach vorne bewegen. Hier kritisch dabei sein, gerne Kommentare außer Beleidigungen und Ähnlichem gerne ablassen, damit wir alle weiterkommen auf dem Weg zu deinem und natürlich unserem Erfolg. Vielen Dank, der Olli.